Wie du eine Social Media Marketing Agentur ohne Geld starten kannst. Hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einem brandneuen Video auf dem SMMA-TV-Kanal. Mein Name ist Max Weiß und heute sprechen wir über das Thema Social Media Marketing Agentur, also SMMA. Und ich habe in letzter Zeit auf Instagram immer öfter diese Frage im Fragesticker bekommen, so hey, kann man eigentlich ein Business ohne Geld starten? Funktioniert es überhaupt und wenn ja, wie? Und genau das möchte ich euch hier heute Schritt für Schritt in diesem Video zeigen. Und deswegen ist das Video vor allem für Leute eben gedacht, die noch sehr bei Null stehen, die sich was Eigenes aufbauen wollen, aber sagen, hey, sie wissen nicht, wie das Ganze funktioniert und die, wie ich damals, einfach nicht viel Startkapital haben oder teilweise auch gar kein Startkapital haben. Ich habe damals selbst mit 97 Euro, einem Google-PC und einem Handy gestartet und that's it. Und wie ich das Ganze gemacht habe, will ich euch eben heute hier erklären. Bevor wir aber zum allerersten Punkt kommen, gibt es natürlich auch wieder hier in diesem Video eine Blue Light Brille zu gewinnen. Alle, die nicht wissen, was eine Blue Light Brille ist, blenden wir hier einmal noch in diesem Video ein. Ich habe die selbst immer beim Arbeiten auf. Wenn du diese Blue Light Brille gewinnen willst, dann musst du einfach nur einen Kommentar hier unter das Video schreiben, das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und wir werden direkt wieder im nächsten Video auslosen, wer die Brille gewonnen hat. Kurz angemerkt sei noch, den Weg, den ich euch jetzt hier erkläre, wäre übrigens auch genau der Weg, den ich nochmal wählen würde, wenn ich komplett bei Null nochmal anfangen müsste. Und viele wissen ja bereits, was eine Social Media Agentur ist oder was eine Social Media Agentur genau macht, aber viele haben einfach noch nicht dieses Mindset zu sagen, hey, ich bin gut genug, um ein eigenes Business aufzubauen. Ich bin gut genug, um Geld zu verdienen und so weiter. Und deswegen möchte ich euch mal eine Sache veranschaulichen. Ihr verkauft im Endeffekt eine Dienstleistung. Das heißt, es ist nichts anderes, als wie wenn ihr zu eurem Nachbarn geht und sagt, ihr wollt für ihn Rasen mähen und ihr wollt pro Stunde oder pro gemähten Rasen, pro gemähten Garten beispielsweise 500 Euro haben oder 100 Euro haben. Da geht ihr hin, ihr verkauft eure Zeit oder euer Können, so dass ihr den Rasen mähen könnt und bekommt dafür Geld. Braucht ihr dafür Startkapital? Nein, weil ihr benutzt ja die Dinge, eure Hände, eure Füße, die ihr im Endeffekt sowieso schon habt. Und genauso ist es bei Social Media Marketing eben auch. So, du brauchst nicht irgendwelche riesengroßen Talente, sondern du nutzt Wissen, welches du sowieso schon hast, und zwar über Instagram, wie man einen Instagram-Account erstellt, wie man auf Instagram postet, wie man auf Facebook postet, wie man vielleicht auf LinkedIn postet, dort Videos erstellt, wie man Reels erstellt und so weiter. Und du nimmst dieses Wissen und verkaufst es an Personal Brands und an Unternehmen. Denn die meisten Unternehmen von heute wissen nicht, wie man einen Social Media Account führt. Die wissen teilweise nicht mal, wie man einen richtigen Post macht und die brauchen beispielsweise Social Media Manager. Und bevor sie einen Social Media Manager einstellen, der einfach sehr viel Geld kostet, können sie deine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und das ist der große Vorteil in unserem heutigen Zeitalter. Einmal ist die Digitalisierung in Deutschland noch relativ weit hinten. Bedeutet, die Digitalisierung wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich erst so richtig explodieren und die Nachfrage ist da. Und eben ein großer Teil der Digitalisierung ist eben Social Media. Auf Social Media präsent zu sein, über Social Media neue Kunden zu gewinnen, über Social Media Mitarbeiter zu gewinnen beispielsweise. Und zweitens, du brauchst dafür nicht irgendwie ein Zertifikat oder so. Du brauchst keine Ausbildung dafür, du brauchst kein Studium dafür, weil du das einfach in der Ausbildung oder in einem Studium auch gar nicht lernen kannst. Weil Social Media sich jede Woche gefühlt verändert. Facebook verändert sich, Instagram verändert sich und das kannst du in einem Studium gar nicht lernen, weil wenn du studiert hast und mit dem Studium fertig bist, dabei funktionieren diese Dinge, die du gelernt hast, in der Realität schon gar nicht mehr. Und das wissen Unternehmen natürlich auch. Und deswegen hast du eine riesengroße Nachfrage und kannst direkt mit dem Wissen, welches du eh schon hast, eben dein eigenes Unternehmen aufbauen. Viele stellen sich vielleicht jetzt die Frage, wie fange ich denn jetzt überhaupt an?
Und hier ist die Sache ganz klar. Du brauchst natürlich deinen ersten paar Kunden, damit du weiterempfohlen wirst, damit du Referenzen hast und so weiter. Und da kann ich dir nur empfehlen, auch wenn du noch ein bisschen jünger bist, geh an dein aktuelles Netzwerk. Schau, wer hat ein Unternehmen, wer hat von deinem Vater, einen Freund vielleicht einen Friseurladen oder eine Eisdiele oder ein Immobilienbüro, whatever. Geh genau an diese Leute und biete ihnen Social Media Management als Dienstleistung an. Du kannst am Anfang pro Account pro Monat ungefähr 500 bis 1000 Euro nehmen. Wenn du schon ein paar Kunden drinnen hast, gute Referenzen hast und so weiter, dann kannst du definitiv auch 1500 bis teilweise 5000 Euro pro Monat pro Account nehmen. Denn selbst ein Social Media Manager, den sie anstellen müssten, kostet ungefähr pro Monat 3500 Euro mit Lohn, Nebenkosten, und du bist ja ein absoluter Experte in dem Bereich, deswegen ist dein Preis hier vollkommen gerechtfertigt. Deswegen bau deinen Kundenstamm immer weiter aus über dein Netzwerk, gerne auch über Akquise wie Telefonakquise, E-Mail-Akquise, Social-Media-Akquise und so weiter, und dann kannst du dementsprechend immer weiter deinen Cashflow aufbauen. Wenn du sagst, hey, du willst wirklich deine eigene Agentur aufbauen, jetzt 100% durchstarten und so weiter, dann lade ich dich an dieser Stelle auch herzlich noch für ein kostenloses Telefonat mit mir ein. Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dort kannst du dich einfach eintragen, dann hören wir uns die nächsten Tage. Und ansonsten, wenn du noch Fragen dazu hast, schreib das auch gern unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, um wirklich keinen Content mehr zu verpassen. Hier kommen jede Woche 2 Videos online, und ich sehe immer wieder, dass viele Leute, die hier die Videos schauen, den Kanal noch nicht abonniert haben. Deswegen abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr verpasst somit kein Video mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.